Der 5-Minuten-Spaziergang, auf den du wirklich gehst, ist immer noch besser als der 42.195 Kilometer Marathon, den du aber nie anfängst. Und dass kleine Schritte immer besser sind als große Schritte, die man dann aber doch nicht durchführt, ist eine Sache, die ich das letzte Jahr verteilt sehr oft lernen musste und auch gerne gelernt habe, weil es nämlich eine so wichtige Realisierung ist. Auf meinem Kanal rede ich hier sehr gerne über die Themen Gewohnheiten und Routinen, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass kleine Schritte das Wichtigste und das Beste sind, was du machen kannst, um dein Leben langfristig zu verändern und vor allem auch zu verbessern. Wirklich danke, dass meine Nachbarn immer, wenn ich aufnehme, irgendwas im Garten machen. Und heute geht es eben um kleine Schritte, die ich gegangen bin, beziehungsweise um kleine Veränderungen, die ich gemacht habe, um meine Noten zu verbessern. Denn auf meinem Kanal geht es ja vor allem um das Thema Schule und gute Noten. Und heute präsentiere ich euch einige Sachen, die ihr vielleicht auch machen könnt, um eben eure Noten auf den nächsten Step zu bringen. Viel Spaß beim Video und vergesst nicht zu abonnieren, falls euch das Thema interessiert. Viel Spaß, let's go! Die allererste Sache ist, meinen Arbeitsplatz umzuräumen und dabei vor allem meinen Schreibtisch umzustellen. Und zwar hatte ich ja meinen Schreibtisch früher immer hier hinten. Falls ihr noch meine alten Vlog-Videos kennt, wisst ihr das wahrscheinlich auch. Und da habe ich mal mit einer Freundin telefoniert, die mir gesagt hat, dass sie ihren Schreibtisch umgestellt hat und dass es ihr total geholfen hat. Und dachte ich mir am nächsten Tag so, warum mache ich das auch nicht einfach mal? Einfach so zum Ausprobieren und habe dann meinen Schreibtisch von der Ecke hier einfach in mein Zimmer reingestellt und seitdem hat sich sehr viel in meinem Mindset einfach geändert. Und am nächsten Tag saß ich um 5 Uhr morgens hier dran und dachte mir so, das ist voll der coole Ausblick aus meinem Fenster raus und irgendwie bin ich voll motiviert. Und ich meine auch für die Videos, für euch ist es ein viel schöner Hintergrund als jetzt von meinem Bett, wie ich es davor mal gemacht habe. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Und ich dachte vorher auch nicht, dass so eine kleine Veränderung so viel eben verändern kann, aber es hat es dann doch gemacht. Also falls man mal seinen Arbeitsplatz vielleicht so ein bisschen ändern möchte, mal den Schreibtisch verschieben, umdrehen, in eine andere Ecke des Zimmers stellen und so weiter, das kann schon sehr viel bewirken, weil ich jetzt einfach diese gute Aussicht hier habe und ich habe mehr Licht hier drauf und irgendwie ist es einfach ein besseres Feeling, wenn man reinkommt in den Raum und sich hier ransetzt. Der zweite Punkt für Leute, die gerne mal Dinge vergessen. Und da gehöre ich auch öfter mal dazu. Vor allem irgendwie Sachen für die Schule, wenn ich sie einfach nicht aufschreibe, dann vergesse ich das so schnell. Und zwar ist das, eine Triggerliste zu machen. Ich plane jeden Sonntag meine neue Woche und da habe ich mir angewöhnt, eine Triggerliste zu haben, was einfach eine Liste ist mit Dingen und mit Aktivitäten, die ich höchstwahrscheinlich in der Woche machen muss. Also die ich nicht nur in dieser spezifischen Woche machen muss, sondern generell öfter eben wöchentlich erledigen möchte. Die Liste sieht dann ungefähr so hier aus. Es gibt also verschiedene Kategorien wie Schule, YouTube, Freundschaft, Termine und so weiter. Und dann schreibe ich mir unter jede Kategorie einmal auf, was ich denke, was ich jede Woche machen könnte, sollte, müsste und so weiter. Beispielsweise bei der Schule jetzt Hausaufgaben, Projekte, Sachen zum Abgeben, irgendwie den Lehrer kontaktieren oder so. Wir hatten eine Lehrer, wo wir jede Woche ein Portfolio abgeben mussten, also war das Portfolio abgeben eine wöchentliche Aufgabe. Hausaufgaben für Tests lernen und so weiter. Und das hilft mir total viel, mich jeden Sonntag hinzusetzen und Dinge nicht zu vergessen, die ich sehr wahrscheinlich nächste Woche machen muss. Weil ich dann beim Plan sind, es einfach einmal kurz durchlese und überlege, okay, muss ich das vielleicht diese Woche machen? Und dann trage ich es mir sofort in meinen Kalender ein und sehe das dann einfach jeden Tag und vergesse so einfache und wichtige wahrscheinlich auch Aufgaben nicht so schnell. Der dritte Punkt sind einfache Lern-Apps. Ich habe euch ja letztes Jahr schon die App Neunity vorgestellt und ich benutze sie immer noch sehr regelmäßig. Neunity ist eine App für Schüler, vor allem eben für Schüler zwischen der 5. und 12. Klasse, die auch eventuell gerade die Abitur machen. Ich mache gerade Abitur und das hilft mir so sehr. Dort gibt es nämlich über 150.000 Zusammenfassungen, Lernzettel und Präsentationen für alle Fächer, die man sich dort kostenlos angucken kann. Du schreibst also nächste Woche einen Test, eine Klausur, eine wichtige Arbeit und hast aber noch keine Ahnung von dem Thema, was natürlich jetzt nicht so ein gutes Szenario ist, aber falls es wirklich passiert, kannst du einfach zu einer Unity gehen, dort dein Thema eingeben und schon werden dir unzählige an Lernzetteln und Zusammenfassungen, Präsentationen angezeigt, die du dann einmal kurz durcharbeiten und durchlesen kannst. Du kannst sogar auch Live-Nachhilfe von echten Tutoren ab 5 Minuten schon buchen. Das Ding ist sogar auch, dass du damit Geld verdienen kannst, wenn du deine eigenen Lernzettel hochlädst. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich bin aktive Konsumentin von der Unity und ich gucke mir eigentlich fast für jede Klausur dort mal Lernzettel und Probeklausuren an, weil ich sage euch ja so oft, dass ja wirklich Probetests und Altklausuren eine der wichtigsten und besten Übungen sind, die du überhaupt machen kannst, weil du eben so mit den Aufgaben schon mal familiar wirst und Übungen, gerade in Fächern wie Mathe, total wichtig sind. Falls du Fragen hast, kannst du diese auch einfach in der App stellen. Du kannst dir auch einen Premium-Account kaufen, da kriegst du dann auf jeden Fall innerhalb von 30 Minuten eine Antwort und du kannst auch in den Kalender deine Klassenarbeiten eintragen und so eine gute Organisation und einen guten Überblick haben in der App. Es ist wirklich eine sehr einfache App, das einfache Runterladen dauert
ja nicht mal eine Minute, das ist kostenlos und hat mir auch geholfen, meine Noten zu verbessern. Vor allem eben auch, um meine Angst ein bisschen rauszunehmen, wenn ich mir Altklausuren angucke und merke, okay, ich kann das nicht wirklich, was da drin steht. Oder irgendwie so, ja, die Zusammenfassungen, die verstehe ich alle. Das hilft mir auch total, schon einfach ein besseres Gefühl vor der Klausur zu haben, auf jeden Fall. Der nächste Punkt ist, mit Freunden zusammen zu lernen. Und ich weiß nicht, warum ich das früher nie gemacht habe, aber mit Freunden zusammen zu lernen ist eine Sache, die so cool ist. Erstens, man hat dadurch diese Accountability, man ist irgendwie verantwortlich und man muss erscheinen. Also wenn du dich zum Beispiel zu einem Study-Treffen verabredest, dann ist es schwieriger zu sagen, ich lerne jetzt nicht, ich sag jetzt ab, weil wenn du das mehrmals machst, dann ist es echt nicht cool. Also man hält sich gegenseitig so ein bisschen accountable. Natürlich macht es auch viel mehr Spaß und man kann sich Dinge auch gegenseitig erklären. Ich habe morgen auch schon wieder ein Study-Date draußen, ich glaube, das wird wieder sehr schön. Da lernen wir zwar verschiedene Sachen, aber wir werden uns einfach zusammensetzen und so ein bisschen Coworking-mäßig machen und aufpassen, dass wir uns beide nicht ablenken lassen. Und auch beim Bio-Test letztens habe ich mit einem Freund davor zusammen gelernt und er hat mir das auch richtig gut erklärt. Und dann haben wir zusammen mal so ein paar Späße über Dinge gemacht. Es hat auch sehr geholfen, sich Dinge besser zu merken, weil wir dann eben so Insider hatten mit bestimmten Wörtern oder so. Und wenn man sich das gegenseitig erklärt, dann merkt man auch direkt, was einem einfach fällt und was einem noch schwer fällt, was man noch üben muss. Zusammen lernen. Warum macht es eigentlich keiner? Oder warum machen es so wenig? Also, it's not a thing, right? Ich merke, also, ich habe das erst vor einigen Monaten angefangen, aber es ist wirklich sehr hilfreich, mit Leuten zusammen zu lernen. Also top. Und die letzte Sache, die ich eigentlich in jedem Video anspreche, Mindset. Mindset ist so wichtig. Und ich liebe den Spruch, der ist jetzt frei übersetzt, aber der Spruch geht so: Hoff nicht auf eine einfache Zukunft, hoff einfach auf ein gutes Mindset. Weil ich glaube auch, dass man mit einem richtigen Mindset sein Leben so viel verbessern kann. Weil viele Dinge müssen wir sowieso machen. Wir müssen sowieso in Unterricht gehen, müssen sowieso die Klausuren schreiben. Wir müssen sowieso jetzt da sitzen und diese Tests mitmachen und performen irgendwie. Also können wir auch gleich zuhören und mitarbeiten und unser Bestes geben. Und es gibt ja auch ganz viele positive Dinge und Vorteile und ja, Dinge, auf die man sich eigentlich freuen kann und über die man glücklich sein kann. Und vor allem auch viele Dinge, über die man dankbar sein kann, dass man eben auch in die Schule gehen kann und die Möglichkeit hat, diese Bildung zu bekommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass es euch ein bisschen geholfen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, irgendwie auch auf TikTok zu folgen, falls ihr euch noch für mehr Tipps interessiert. Dann hoffentlich bis ganz bald mal wieder. Tschüss, Leute!